Komm ruhig her. Hier bin ich. Na? Hat Mensch sagt, nö, keine Lust. Aber er ist noch auf der Suche nach mir. Ich liebe diesen Schrank. Ja, ich hatte auch 6 neues Mecha Arrow. Wo ich meine Blendgranaten? Ja, komm her. Komm her. Da! Viel zu früh losgelassen. Komm rein. Gute Nacht. Dieser Mantis ist echt im Weg. Wieso kann ich den nicht bewegen? Warte, ich speichere auf meinem Schrank. Schränke sind cool. Holt euch einen Schrank. Und zwar noch heute. Oh, neues Mercado kann ich sogar wieder mitnehmen. Das ist interessant. Nee, das ist nur eine Pflanze. Ach, komm, entschärfen wir das Ding einfach mal. Einfach nur, weil es so schön in die Luft fliegt. Freiheit. Oh. Ich habe mir irgendwie gerade einen Moospfeil eingebildet und einen Diamant gefunden. Super. Super. Zeit habe ich dann noch. Nach 11 Minuten. Elfe Minuten und das Bild haben sie nicht richtig hingehangen. Ich halt andersrum. Statt da drüber zu steigen. So viele Gaspfeile. Ich alle vollen gerade verschossen habe. Kriege ich im Grunde alle wieder zurück. Yay. Ah, von hier bin ich gekommen. Okay. Okay, 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 okay. Dann hauen wir mal aus diesem Level hier ab. Freiheit. Oder ist hier draußen noch irgendwas? Ja, Freiheit.
Konstantin, ich hasse dich. Ah, 3.100 von 3.500. Ah. 450 haben mir gefehlt. Wow. Zwei Stunden 35 Minuten. Alter. Machen wir einfach Continue. Continue! Meine Finger sind kalt, aber hey. Interessiert keinen. Ich könnte es einfach mal im Laptop legen. Ist ja immer so schön warm, ne? Ah, ja. Oh, es gibt ja die Cutscene fürs nächste Level. This was not the way things were supposed to go. Constantine has the eye, and my eye, and I doubt he has anything wholesome planned for it. The trickster is real after all. I don't think anyone but those crazy hammers really believed in the old gods. Those crazy hammers. You know, it wouldn't hurt to have a few dozen heavily armed fanatics on my side just about now. If I drop by their temple and explain things, maybe they'll be so distracted by the trickster's return that they'll forget to hold a grudge. And even if they don't, I know how to get out of Craig's cleft prison already. Ja. Na super. The Hammerites have been preaching about the trickster for a year. Maybe they have some advice on how to deal with him for real. But with all the trouble you have been to them lately, you will have to sneak in past their guards to talk to someone in charge. The hammers will never help you if you make the situation any worse. Better stay out of any more fights with them. Also darf ich mich im Grunde nicht erwischen lassen, oder wie? Ja, wahrscheinlich. Keine Kampfsituation dürfen entstehen und bla bla bla. Wahrscheinlich werde ich die Person, die ich um Hilfe bitten soll, einfach wieder niederschlagen. Genau wie in dem Level mit der Oper. Super. Ob wir das wieder alles hinbiegen können, was wir verbockt haben. Ah, mein Dietrich ist wieder da. Gasmine, ja. Wie rüste ich mich denn jetzt aus? Noch ein paar hiervon, ne? Dann habe ich 20. Alter, sind die teuer. Alter. Dass ich mir immer für den Fall der Fälle sowas kaufe. Noisemaker Arrow. Könnte ja nützlich werden, um sie anzulocken. Irgendwelche Feinde. Whatever. Wie kostet der denn? 250. Gaspfeile möchte ich gerne mehr. Kann ich mir keinen davon mehr kaufen. Das muss auch ohne gehen.
Und ich leg den Heilungstrank zurück. Sehe ich das gerade richtig? Ich habe kein Schwert dabei, nichts zum Niederknüppeln. Na super. Kann ich mir noch einen Gaspfeil holen? Das wird eine super Mission. Okay. Ach, ich hab... Okay, ich hab... Wieso wurde mir das dann im Job nicht angezeigt? Objective. Sneak into the Hammer High Priests and warn him about the trickster. Ich glaube, das haben die schon selber mitbekommen. Investigate the situation and locate the Hammerets. Ah, die Trickster haben die wahrscheinlich dann angegriffen. Hier Konstantin und Victoria mit ihrer kleinen Monsterarmee. Don't kill any Hammers. Hatte ich nicht vor! Ja, wir brauchen jede Verstärkung wie möglich. Anscheinend haben sie hier schon gewütet. Alter, wie viel Zeit habe ich noch? 2 Minuten. Okay, Fliegenschwärme. Ah, die haben jetzt ziemlich stark gewütet. Alle tot. Noch da. Das wird super, Leute. Das wird super. Kann ich da an der anderen Seite der Mauer mal rumlaufen? Naja, wir werden ja dann in der nächsten Aufnahmesession sehen, wie groß der Schaden ist, der hier zugerichtet wurde. 2 Leuchten haben wir schon gesehen. Und irgendwie habe ich das Gefühl, im Tempel, da wird es nicht besser aussehen. Wie komme ich nur darauf? Ich habe keine Ahnung. I have a bad feeling about this. Nicht nur du, Garrett. Nicht nur du. Und ob sich Garretts schlechtes Gefühl bewahrheitet, sehen wir dann in der nächsten Aufnahme. Das ist ja schon meine kleine Frau der Nacht, Cliffing of Doom. Juhu! Ah. Bleib uns nur zu hoffen, ob wir irgendwelche Überlebenden finden, weil bisher sieht es nicht so rosig aus. Ah.
Aber das sehen wir dann in der nächsten Aufnahmesession. Also bis dahin, ciao.